Angesichts der Re-Islamisierung des türkischen Staates unter dem Regime Erdogans ist ein Blick auf die Ursprünge der säkularen türkischen Republik besonders interessant, die er gerade zu überwinden sucht. Also nahm ich mir mal die Atatürk-Biografie des Turkologen Klaus Kreiser vor, die in der deutschen Presse allgemein gelobt wurde. Ein Urteil, das ich nur bedingt teilen kann. Zunächst, mit rund 300 Seiten ist das Buch einfach viel zu knapp geraten. Gerade wenn es sich wie dieses an ein breiteres europäisches Publikum ohne große Vorkenntnisse in türkischer Geschichte richtet. Um Leserinnen für die osmanische Geschichte Neuland ist, den Niedergang und Zerfall des Osmanischen Reiches und die anschließende Neugründung eines modernen türkischen Nationalstaates wirklich verständlich zu machen, müsste man viel weiter ausholen und die erstaunliche Lebensgeschichte Atatürks viel langsamer und mit mehr Erklärungen erzählen als in diesem gerafften Schnelldurchlauf. Es ist ja eine verbreitete Fehlannahme, dass Menschen, die beginnen, sich mit einem neuen Themenkomplex zu beschäftigen, zunächst einmal knappe, komprimierte Zusammenfassungen lesen sollten. Je weniger man einen Bereich kennt, desto breiter muss das Panorama und desto zahlreicher die Erklärungen sein, um zu einem wenigstens rudimentären Verständnis zu gelangen. Erst einmal muss man durch Lektüre umfassender, faktenreicher Darstellung das Grundgerüst an Chronologie und Tatsachenkenntnis verinnerlicht haben, ehe man mit Gewinn zu mehr essayistischen, thesenhaften Werken greifen kann, in denen das bekannt vorausgesetztes grundlegendes Faktenwissen nur knapp gestreift wird. Noch dazu versteht Kreiser Biografie als individuelle Lebensgeschichte im engeren Sinne. Das Buch ist durchaus keine Geschichte der werdenden modernen Türkei, sondern des Individuums Mustafa Kemal, in der die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nur insofern skizziert werden, wie es zum Verständnis dieses Lebenswegs unbedingt notwendig ist. Ich hätte freilich lieber mehr über politisches System und Gesellschaftsstruktur des sterbenden Osmanischen Reiches erfahren, als über Mustafa Kemals platonische Brieffreundin und lieber mehr über Verfassung, Verwaltungsstruktur oder Wirtschaftspolitik der neuen Republik, als über seine unglückliche Ehe und seinen Kunstgeschmack. Gerade über die Wirtschaftspolitik des neuen Staates findet sich bei Kreiser nämlich kaum etwas. Er interessiert sich ganz überwiegend für dessen Gesellschaftspolitik. Es handelt sich im strengen Sinne um ein Porträt Mustafa Kemals und nicht um eine Darstellung des politischen Systems des Kemalismus. Als erste Einstiegsliteratur in die Geschichte der modernen Türkei würde ich das Buch darum nicht empfehlen. Freilich, ganz verschenkte Mühe ist die Lektüre aber auch nicht. Es sind doch immerhin die Kapitel über Atatürks Gesellschafts- und Kulturpolitik sehr informativ und erlauben einige grundlegende Züge des Kemalismus zu erfassen. Es sticht zunächst ins Auge, wie viele gemeinsame Züge Atatürks Nation-Building-Projekt mit den späteren Regimen des arabischen Nationalismus aufweist. Mit dem Regime Nassers in Ägypten, mit der Ba'ath-Herrschaft in Syrien und im Irak oder auch dem Gaddafi Libyens. Erstens, sie alle sind Reaktion auf die Erniedrigung durch den europäischen Imperialismus und Kolonialismus. Und alle sind sie der Versuch, die demütigende Schwäche und Unterlegenheit gegenüber den westlichen Großmächten zu überwinden, indem man den Westen nachahmt und die eigenen halb- oder postkolonialen Gesellschaften nach seinem Vorbild umgestaltet. Atatürks Nachahmung westlicher Kultur geht dabei besonders weit, teils bis an den Rand des Grotesken. Unter den Reformern im Japan der Meiji-Ära soll es Stimmen gegeben haben, die forderten, dass man in Japan auch eine westliche Sprache einführen müsse, am besten die Sprache der besonders erfolgreichen Angelsachsen. Denn da man nie genau wissen könne, welche Faktoren seiner Kultur den Westen nun so erfolgreich gemacht hätten, sei es doch am sichersten, man übernehme einfach unterschiedslos alles. So auch Atatürk bezüglich der Türkei. Die traditionelle türkische und arabische Musik, Ausdruck der Barbarei. Darum müsse der Staat in einer großen Kampagne die europäische klassische Musik in der Türkei durchsetzen. 2 Jahre lang war die öffentliche Aufführung und Ausstrahlung traditioneller islamischer Musik in der Türkei tatsächlich verboten und durfte nur europäische Musik gespielt werden. Die bisher verwendete arabische Schrift, eine der Ursachen der bisherigen kulturellen Rückständigkeit des Landes. Darum müsse die lateinische Schrift eingeführt und die arabische rigide verbannt werden. Die traditionelle Kopfbedeckung der Fes,
peinliches Relikt aus der Zeit der Unterentwicklung. Darum muss der Staat durchsetzen, dass die Türken künftig zivilisierte Kleidung tragen. Das heißt Anzug, Krawatte und Filzhut wie in Berlin, Paris und London. Diese Marotte Atatürks wurde übrigens mit drakonischer Härte durchgesetzt. Der konservative Gelehrte Atif Hoca, der 1924 vor den Gesetzen gegen die traditionelle Kleidung einen Essay gegen die Übernahme westlicher Mode veröffentlicht hatte, wurde dafür 2 Jahre später hingerichtet. Der Henker soll seinem abgeschlagenen Kopf demonstrativ einen europäischen Hut aufgesetzt haben. Und als ein neues Zivilrecht benötigt wurde, übernahm man einfach 1:1 den gesamten Korpus des schweizerischen Zivilrechts inklusive aller auf die in der Türkei nicht existente Kantonalverfassung der Schweiz zurückgehenden Besonderheiten. Zweitens. Der Kemalismus wie die späteren Regime des arabischen Nationalismus sind ausgesprochene Elitenprojekte. So sehr Atatürk sich auch bemühte, den Beginn seiner Herrschaft eine Partei zu deren Institutionalisierung, gründete er bezeichnenderweise erst nachträglich, als er bereits eine gefestigte autoritäre Stellung einnahm, als eine Revolution darzustellen. Sowohl der Kemalismus als auch später der Nasserismus und Barfismus sind keine revolutionären Massenbewegungen, sondern Unternehmen einer schmalen Funktionärselite, besonders aus Militär und Verwaltung, die durch Putsch die Macht übernehmen und zwar zeitweise hohe Popularität gewann, zunächst aber von der Masse der einfachen Bevölkerung eher passiv hingenommen wurden. Ganz wie später auch bei Nasser, Assad oder Gaddafi ist es auch in der Türkei in erster Linie eine Clique gebildeter Offiziere, die in einem militärischen Staatsstreich die Macht übernehmen, um von oben herab ihr Projekt der Schaffung eines modernen, starken Nationalstaates zu verwirklichen. Ganz wie den Bafismus Hafiz al-Assads kann man auch den Kemalismus als eine Art aufgeklärten Absolutismus bezeichnen. Als diktatorisches Regiment einer kleinen, verwestlichten Bildungsschicht, die autoritär die einfache Bevölkerung zwingt anzunehmen, was sie als moderne Zivilisation ansieht. Drittens. Sowohl für den Kemalismus als auch für die Regime des arabischen Nationalismus sind demonstrativer Säkularismus und Zurückdrängung der islamischen Tradition konstitutiv, womit in beiden Fällen eine ganze Reihe progressiver gesellschaftlicher Reformen einhergeht. Gesetzliche Gleichstellung der Frauen, Einrichtung eines flächendeckenden, modernen westlichen Schulsystems, Kampagnen zur Volksaufklärung und so weiter. Bei Atatürk ging die Abneigung gegen den Islam so weit, dass er die ganze islamische Periode des Türkentums als diesem volksfremde, übergestülpte kulturelle Verunreinigung betrachtete und sinngemäß erklärte, erst jetzt nach Überwindung der islamischen Barbarei könnten die Türken wieder zu ihrem eigentlichen Wesen zurückkehren. Und in beiden Fällen wurde dieser Bruch mit vormodernen islamischen Traditionen zunächst erstaunlich widerstandslos akzeptiert. Atatürk und später Nasser oder Hafiz al-Assad in ihren frühen Regierungsjahren stießen noch auf keine militante, reaktionäre islamistische Opposition. Der Islamismus, daran muss man immer wieder erinnern, ist keineswegs ein Relikt alter islamischer Kultur, sondern ein ganz modernes, neuartiges Phänomen, das gerade erst als Reaktion auf das wirtschafts- und sozialpolitische Versagen und den zunehmend repressiven Charakter der säkular-nationalistischen Regime wirksam wurde und den Durchbruch eigentlich erst ab den 1980er Jahren schaffen sollte. Es gibt zwischen Kemalismus einerseits, Nasserismus und Barfismus andererseits aber auch bedeutende Unterschiede und die fallen eigentlich durchweg zu Ungunsten des Ersteren aus. Am wichtigsten, der Kemalismus verstand Befreiung nur in einem auf der einen Seite nationalistischen, auf der anderen Seite gesellschaftspolitischen, aber nicht in einem wirtschafts- und sozialpolitischen Sinne wie die Regime des arabischen Nationalismus, die sich zumindest in ihrer Anfangsphase alle in einem vagen Sinne als sozialistisch betrachteten und ihre Legitimation nicht zuletzt auf große Sozialreformen im Sinne der Massen begründeten. Landreformen, Verstaatlichung von Schlüsselindustrien, staatliche Wohnbauprogramme, Einführung neuer Sozialleistungen und so weiter. Der Kemalismus bot den Massen niemals irgendwelche sozioökonomischen Verheißungen, sondern stellte die unverhüllte Herrschaft einer gebildeten bürgerlichen Elite zur Zivilisierung und Disziplinierung des Pöbels dar.
Zitat Atatürk: Ich will nicht werden wie die einfachen Menschen, sondern ich will, dass sie werden wie ich. Damit einher ging eine stärkere Betonung der nationalistischen Komponente. Und der türkische Nationalismus Atatürks war beispielsweise in seinem erbarmungslosen Assimilierungsultimatum gegenüber den Kurdinnen oder seiner Leugnung bzw. Rechtfertigung des osmanischen Genozids an den Armeniern, an dem viele prominente Schlüsselfiguren der kemalistischen Führung als Offiziere aktiv beteiligt waren, wie er überhaupt der Kemalismus quasi eine Fortsetzung und Modernisierung der jungtürkischen Bewegung war, mit bemerkenswerter personeller Kontinuität. Brutaler, enger und intoleranter als der panarabische Nationalismus, der doch innerhalb der riesigen arabischen Nation eine größere Bandbreite kultureller Formen zu akzeptieren bereit war. Eine unangenehm auffallende Besonderheit des Kemalismus ist schließlich der schrankenlose, stalinische Dimensionen annehmende Personenkult um Atatürk, der schon zu Lebzeiten wie eine Staatsgottheit verehrt und verherrlicht wurde. All diese Züge verleihen dem Kemalismus ein in vielen faschistoid anmutendes Gesicht, wozu auch Atatürks Begeisterung für Schädelkunde und Gobineaus wissenschaftlichen biologischen Rassismus passt, der Atatürk anspornte nachzuweisen, dass die Türken zur allein kulturschaffenden weißen Rasse gehörten. Kreiser, peinlich auf unpolemische Trockenheit und Unparteilichkeit bedacht, formuliert zwar nirgends so etwas wie ein politisches Urteil über Atatürk und sein System, aber aus dem von ihm bereitgestellten Material ergab sich für mich dieser Eindruck des Kemalismus als eines Vorgängers der arabisch-nationalistischen säkularen Regime minus die meisten ihrer fortschrittlichen positiven Züge.